Stillen und ich, wir waren nie Best Friends. Ist es jetzt das Ende? Ist es jetzt das Aus mit dem Stillen? Hallo meine Lieben, ich möchte heute ein bisschen über das Stillen quatschen. Dann haben wir noch ein kleines Unboxing und zwar sind das Willkommenspakete. Wow! Und heute möchte ich Hamza das erste Mal Beikost geben. Oh mein Gott, das wird wahrscheinlich eine Katastrophe. So meine Lieben, wie ihr wisst, hatte ich am Anfang ziemliche Probleme mit dem Stillen. Im Nachhinein habe ich das Hauptproblem erkannt. Und zwar ist es einfach fehlendes Grundwissen gewesen. Obwohl ich sagen muss, ich habe mich schon sehr viel belesen, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich immer noch nicht genug über dieses Stillen wusste. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich noch aufgeklärter gewesen bin, dass ich vielleicht sogar vor der Geburt zu einem Stillkurs gegangen wäre. Hey! Kuckuck! Im vorletzten Video wurde ich nämlich sehr oft darauf angesprochen, Ebru, was ist denn mit deinen Brüsten los? Ja, Leute, da ist Milch drin. Ich meine, ihr wisst, sie waren ja vorher schon mega groß. Ich will es euch gar nicht zeigen, das ist mir einfach schon unangenehm, weil wenn ich schon drauf angesprochen werde, dann denke ich mir so auch, what, ey, hallo, ich habe gerade einen bunten. Es ist auch klar, dass man dann vielleicht ein bisschen größere Brüste hat als vielleicht normal. Und ihr wisst ja, ich hatte damals schon mega große Brüste und jetzt kommt noch die Stillbrust dazu. Das heißt, ich habe das Doppelte, was ich vorher hatte. Stell dir diese an! Es ist nicht schön, sagen wir mal so. Also ich glaube auch nicht, dass wenn man irgendwann mit dem Abstillen oder wenn man dann irgendwann abstillt, dass das dann irgendwann mal wieder normal aussieht. Tut es das? Schön ist was anderes. Auf jeden Fall sind diese Brüste nun da und wie ihr wisst, still ich auch voll bis heute. Heute ist das erste Mal, dass wir Hamza Beikost geben. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Also er ist jetzt 5,5 Monate. Also ich denke, es ist schon Zeit, ihm jetzt da was zu geben. Ihr wisst, ich hatte schmerzende Brüste bis zum geht nicht mehr. Ich dachte, die fallen bald ab. Also jedes Mal, als Hamza ankam mit ich habe Hunger, war ich so. Ich habe es jetzt natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich wollte einfach nur wegrennen. Ich wollte weg, weg. Stillen, nein. Stillen, ah. Also jetzt im Nachhinein denke ich, es ist das Schönste auf der Welt. Und jetzt kommen wir auch zum Thema, wird er sich jetzt abstillen? Wird er sich jetzt von alleine abstillen, wenn ich jetzt anfange mit Beikost? Wird ihm vielleicht die Beikost so gut schmecken, dass er irgendwann sagt, oh nee, ich möchte keine Muttermilch mehr? Also ich habe jetzt wirklich, ich fange jetzt heute an, nur sein Mittagessen durch Brei zu ersetzen. Und dann im Nachhinein halt ab nächster Woche, wenn er das gut verträgt, dann Kartoffeln mit hinzufügen. Danach ein bisschen Fleisch und so weiter. Danach die Abendmahlzeit zu ersetzen und so weiter und so weiter. Also ich will jetzt nicht alles auf einmal, sondern ganz leicht peu à peu. Es gibt manchmal sogar wirklich noch Tage, da tun meine Brüste immer noch tierisch weh. Und ja, als ich damals diese Schmerzen hatte, dieses anfängliche Stillschmerzen, einige sagen, haha, ich hatte das nie. Einige sagen, das war noch schlimmer, ich hatte entzündete Brustwarzen, blutige Brustwarzen und so weiter und so fort. Oh Gott, so schlimm war es bei mir nicht, aber es war schlimm. Also bei mir hat irgendwie auch nichts geholfen, keine Salbe, kein, also was ein bisschen geholfen hat, war Olivenöl und daraus sonst hat eigentlich bei mir fast gar nichts geholfen. Ist es wirklich die Anlegetechnik? Ich glaube gar nicht. Kann man da so viel falsch machen beim Anlegen? Ich habe im Internet mal gelesen, dass in der Anfangszeit Babys Gaumen wie eine Reibe sei. Und wenn die Brustwarze dann jeden Tag, also so müsst ihr es vorstellen, wenn die Brustwarze dann jeden Tag an dieser Reibe reibt, oh, diese Schmerzen. Ja, aber wie gesagt, es ist halt nicht bei jedem, nicht jeder hat dieselben Schmerzen. Denke ich jetzt im Nachhinein so, ach, so schlimm war es doch gar nicht. Doch, es war schon, es war nicht schön, sagen wir mal so. Also ich habe fast jeden Tag geheult und das Ganze hat bei mir 5 Wochen lang gedauert, bis diese Schmerzen dann irgendwann weg waren. Wir wollen uns nichts einreden. Stillen ist natürlich super für das Kind. Ich wollte einfach, auf Krampf wollte ich stillen. Ich war kurz davor, das Handtuch zu werfen. Wenn einige Frauen unter euch sind, die sagen, ich habe es nicht geschafft, ist es auch nicht schlimm. Es ist kein Weltuntergang. Flaschenkinder werden genauso groß wie Stillkinder. Das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Jetzt im Nachhinein bin ich natürlich total glücklich, dass ich das voll durchgezogen habe. Und jetzt habe ich Angst, dass er sich von alleine abstillt. Das ist das Problem. Und wenn ich ihn dann an der Brust dann habe, so, dann denke ich so, ah, oh, und ihn dann mir angucke. Und er ist so...
Er liebt es einfach so dran zu nuckeln und das ist so ein schönes Gefühl. Und jede Mutti, die stillt, die weiß, was für ein tolles Gefühl das ist. Irgendwie kann ich mich davon gerade nicht so trennen. Könnt ihr das verstehen? Ich kann nicht loslassen. Ach, das ist so bescheuert. Habt ihr wirklich sehr, sehr viel Glück, weil ihr habt immer eine Hebamme, die zu euch nach Hause kommt, in der Regel, die euch dann zeigt, wie man vielleicht richtig anlegt. Ihr könnt zu Stillberatung gehen. Ihr könnt euch vorher schon ausgiebig zu Kursen gehen, ihr könnt euch ausgiebig informieren. Diese Sachen hatte ich halt viele nicht. Und ich war komplett auf mich alleine gestellt, mit Hamza plötzlich in der Hand. Ich wusste irgendwie so gar nicht, wie lege ich ihn jetzt richtig an? Und hat er jetzt genug getrunken? Oder wird er nicht satt? Oder kriege ich überhaupt Milch? Habe ich überhaupt Milch? Und so Millionen Fragen. Und ihr wisst, das Mama-Dasein ist voller Überraschung. Damit man sich, finde ich, gut vorbereiten kann, sollte man sich vielleicht belesen. Das kann man in Form von Internet machen oder das kann man auch in Form von Büchern machen. Aber ich muss sagen, ich habe meistens auf das Internet zurückgegriffen. Dieses Video entstand auch in einer Kooperation mit babyservice.de. Und bei babyservice.de kriegt ihr bei der Anmeldung erstmal so ein bisschen Post nach Hause. Babyservice ist Überraschung und Rat in einem. Erstmal die Überraschung. Und natürlich könnt ihr dort viele, viele Informationen bekommen. Diese Willkommensboxen bekommt ihr übrigens nach der Anmeldung ein paar Wochen später. Bei der Anmeldung ein Paket. Dann bekommt ihr, wenn das Kind da ist, und dann bekommt ihr noch ein drittes Paket, wenn das Kind ein bisschen älter ist. Also insgesamt ein schönes Rundum-Pflegepaket. Babyservice ist sozusagen eine Plattform für alle Frauen, für Kinderwunsch, für Schwangere und auch für Muttis, die schon das Kind da haben, um sich einfach ausgiebig zu informieren. Die Väter sollten wir nicht vergessen. Hallo Papa. Dort bekommt ihr zu jedem Alter, wenn ihr möchtet, oder ihr bekommt auch, ihr könnt halt auch nach bestimmten Themen suchen, wie bei mir zum Beispiel Beikost, gebe ich jetzt Beikost ein und dann kommen da gewisse Artikel, ich kann mich durchlesen, ich kann mich informieren, ihr könnt euch über die Stillzeit informieren, ihr könnt euch über den Familienalltag, dort gibt es auch ein Namenstool, ich weiß, ja, die Entscheidung über den Namen ist immer very complicated und alle haben was an den Namen auszusetzen, das war ja bei Hamza nicht anders, oh, das war auch was da. Und unter allen Clubmitgliedern kann man jeden Monat 5 Wickeltaschen von der Firma Lässig gewinnen, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Wenn ihr euch registrieren möchtet, dann auf jeden Fall unten in der Infobox findet ihr den Link, dort kommt ihr direkt zur Registration. Und jetzt zeige ich euch, was man denn da bekommt. Hier haben wir jetzt das Willkommenspaket. Ach, das ist ja süß. Dann gibt es hier ein kleines Heftchen, deine ersten 1000 Tage. Dort kann man halt so viele Sachen eintragen, wie ich von dir erfahren habe. Mamas Lieblingsgelöste und so weiter. Checklisten für die Geburt. Das ist so ein richtiges kleines Heftchen, wo man Sachen eintragen kann. Finde ich super, super gut. Also das als Willkommensgeschenk. Dann hat man hier noch ein paar Postkarten, die man verschicken kann. Das ist ja auch oldschool, ne? Könnte man eigentlich mal wieder machen. Ich finde, das ist immer wieder... Hatte, glaube ich, vorgestern Fulia gesagt, guck mal, eine Postkarte. Hier ist dann noch ein Heftchen mit dabei. Da sind so ganz viele Informationen drin. Also finde ich sehr, sehr gut. Dann haben wir jetzt ein Mutterschutzpaketchen. Das bekommt ihr dann. Huch, da kommen mir schon ein paar Produkte entgegengesprungen. Das finde ich richtig gut, weil das hat mich immer so genervt, dass ich mich jedes Mal ins Internet immer gucken musste. Und zwar Babymassage, wie man Babymassage richtig anwendet. Wisst ihr was, das werde ich mir direkt über den Wickeltisch kleben. Ich liebe es, ihn zu massieren und er liebt es auch. Aber so habe ich ein paar mehr Handgriffe parat. Richtig cool. Und dann haben wir hier noch ein paar Pröbchen und zwar vom Bübchen. Einmal Bübchenmilch, 50 ml und einmal Wundschutzcreme von Bübchen. Dann haben wir hier noch einen Stillmerker. Aha, aha, das ist ja auch cool. Ich würde jetzt sagen, sowas braucht man nicht doch. Das hatte ich schon ganz oft. Andere Mütter werden sagen, oh, das merkst du doch an der Weichheit oder an der Prallheit deiner Brust. Nee, war bei mir nie so. Meine Brüste sind immer weich. Und zwar ist das so ein Druckknopf. Das macht man einfach jetzt zum Beispiel, ich habe zu allerletzt diese Seite hier gestillt. Dann kannst du das hier so einmal, weißt du, aha, das letzte Mal habe ich hier gestillt. Und dann, wenn es wieder soweit ist, dann guckst du, ah, hier habe ich gestillt. Dann kannst du das wieder so wechseln. Also es ist sozusagen ein Stillmerker, kennen wir alle. Dann sind hier wieder Broschüren drin zum Thema Ernährung und so weiter. Und dann haben wir hier noch ein Paket zum ersten Lebensjahr. Was haben wir denn hier? Oh, was schön ist drin. Ja, wir haben jetzt hier einmal einen Beikostlöffel bekommen. Ja, hier ist ein Knistertuch drin. Cool. Also ich weiß, dass Babys das ja mögen. Haben sie halt so ein Knisterbuch. Aber jetzt hat er hier nochmal so ein Knistertuch. Die mögen einfach diese Geräusche. Das ist echt süß. Also ich würde sagen, dann gucken wir mal, ob er sein Brei isst. Ah. So, dann kriegst du jetzt mal dein Lätzchen an.
Auch schön mit Langärmeln. Nee, damit du hier gleich nicht alles rumsaust, mein Schatz. Ich habe ihn jetzt hier in eine Liege reingepackt, weil er kann ja noch nicht selbstständig sitzen. So, jetzt gibt es das erste Mal Karottenbrei. Dimme Olum. Na super. Mann, das ist schon alles eingesaut. Egal, dafür haben wir das hier gekauft, ne? Nicht im Mund, direkt in der Hand gelandet hier. Mama, Mund auf. Oh, sag mal, Hamza. So weh, du gehst jetzt noch einmal mit der Hand dazwischen. Hier ist aber Ärger hier. So. Na, schmeckt dir das? Schmeckt das? Okay, für den Anfang gibt es aber nur 2-3 Löffel, habe ich gelesen. Das machst du aber toll, Hamza. Schmeckt dir das? Flugzeug, komm, Flugzeug, komm, Flugzeug, komm, und. Mmh, lecker. Das schmeckt dir, ne? So, ich versuche mich jetzt einfach mal an die 3-Tage-Regel zu halten. Habe ich gelesen. 3 Tage ein Gemüse, dann nach, sag mal, ich gebe dir nachher auch einen Löffel, dann kannst du hier nach 3 Tagen dann ein anderes Gemüse, ich glaube danach nehme ich Pastinake, danach nehme ich Kürbis und nächste Woche mische ich dann unter dem Brei einfach ein bisschen Kartoffel mit rein. Und ich glaube bis jetzt schmeckt ihm das. Toll machst du das. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal für den Anfang, ne? Wir wollen dich ja jetzt ja auch nicht überfordern, mein Schatz. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dimme Olum. Sag mal tschüss. 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 Ja, kannst auch.